Herzlich willkommen hier im Puls 4 Center zu einer Sondersendung zu den Landtagswahlen in Niederösterreich und in Kärnten. Hier bei mir im Studio begrüße ich Frank Stronach. Herzlich willkommen. Schön. Schön, besonders in Niederösterreich ist dieser Wahlkampf ja inszeniert worden als ein Duell zwischen Erwin Pröll und Frank Stronach, nicht zuletzt von der ÖVP selbst. Aufeinandertreffen werden die beiden im Wahlkampf allerdings nie. Wir haben Pröll und Stronach zu einem Duell geladen, da hat Erwin Pröll abgesagt. Umgekehrt hat Frank Stronach sich geweigert, an der ORF-Diskussionsrunde, die soeben zu Ende geht, teilzunehmen. Wir freuen uns daher, dass wir ihm die brennenden Fragen hier im Studio stellen können. Analysieren wird das Gespräch Thomas Hofer, der bei meinem Kollegen Jürgen Peindl im Guten Abendstudio nebenan sitzt. Jürgen, was waren denn für euch die wichtigsten Punkte aus dieser Diskussionsrunde im ORF? Ja, viele Punkte sind nicht zur Sprache gekommen. Thomas Hofer, was ist für Sie hängen geblieben jetzt bei dieser sogenannten Elefantenrunde oder war es eher das sonntägliche Frühstück mit dem Landesfürsten? Es war natürlich weniger intensiv geführt und weniger hart geführt als der Rest des Wahlkampfs. Das dominierende Thema war auch jetzt bei dieser sogenannten Elefantenrunde natürlich die Veranlagungsgeschichte und die Veranlagungsstory von Niederösterreich. Das zweite Thema, und das war schon ganz klar auch zu merken, war der leere Sessel, der dort gestanden ist, auf dem eigentlich Frank Stronach hätte sitzen sollen. Der Landeshauptmann selber hat zweimal ganz bewusst darauf hingewiesen und gesagt, der leere Sessel da. Also das war fast so wie im amerikanischen Wahlkampf Clint Eastwood mit Barack Obama, da gab es auch einen leeren Sessel. Und da bin ich schon gespannt, was jetzt Frank Stronach darauf antworten wird. Also er war der große Abwesende in dieser Runde und es wäre wahrscheinlich noch viel mehr zur Sache gegangen, wäre er dort gewesen. Im Großen und Ganzen war es aber eine nette Plauderei quasi sozusagen heute jetzt bei dieser Elefantenrunde. Wie spannend es wird, Corinna, wir werden euch beobachten mit Argusaugen und zu euch ins Studio starren, denn da gibt es ja keinen leeren Sessel, da sind alle Sessel gefüllt. Herr Stronach, der Hauptvorwurf in diesem Wahlkampf unter anderem von Erwin Pröll ist ihre Abwesenheit. Nicht nur jetzt in der ORF-Diskussionsrunde, sondern überhaupt im Wahlkampf und vor allem, dass Sie als Spitzenkandidat antreten, sich auch plakatieren lassen, aber dann nicht in den Landtag einziehen wollen. Ist das Ihre Führung der Wähler? Nein, ich sage das hier öffentlich. Wir haben ein sehr junges Team in Niederösterreich. Und ich werde diesem Team mit Rat und Tat zur Seite stehen, weil ich habe sehr viel Erfahrung. Und ich weiß, und ich sage das ganz offen, dass ich natürlich nicht immer da bin. Aber das eine kann ich sagen, wenn der Pröll überhaupt nicht da sein würde, würde es Niederösterreich besser geben. Weil dann würde er nicht so viel Geld verlieren und verspekulieren für die Niederösterreicher. Und anscheinend hat der Pröll eigentlich kein Interesse an den Niederösterreicher, weil er hat das meiste Geld im Ausland verspekuliert oder investiert. Und in Niederösterreich gibt es jetzt so große Arbeitslosigkeit, die zweitgrößte nach Wien. Und für mich das Interessante hier war, warum wir wissen über die finanziellen Probleme für die letzten zwei Jahre. Warum hat man da jetzt einen Untersuchungsausschuss, dass man da näher reinschaut, was da alles vor sich geht? Ich weiß, nach den Wahlen wird einmal feststellen, dass das viel schlimmer sein wird wie Salzburg. Und das wird alles jetzt verduscht. Und ich hoffe, die Niederösterreicher werden sich noch gut überlegen, dass sie sagen, schade, wir würden gerne wissen wollen, wie es wirklich steht um Niederösterreich, damit die Niederösterreicher sich die Meinung abmachen, wenn sie wählen werden. Herr Pröll, Stronach, jetzt verwechsel ich Sie schon, Herr Stronach. Sie sprechen von Ihrem jungen Team. Sie haben allerdings auch in Niederösterreich große Probleme mit dem Team. Ihr Parteimanager Michael Fichtinger ist vor kurzem Ihnen abgesprungen. Er hat großen Einblick natürlich darin, wie das Team in Niederösterreich funktioniert. Er sagt, von Wahrheit, Transparenz und Fairness ist das weit entfernt. Und es haben sich FPÖ und BZÖ, ehemalige Politiker, dort zusammengetan zu Seilschaften und übernehmen quasi das Team Stronach. Haben Sie sich derer Leute zu wenig angesehen? Das ist ein Blödsinn. Ich kenne den Fichtinger gar nicht. Vielleicht haben wir einmal kurz gesehen. Das war Ihr Parteimanager in Niederösterreich. Nein. Ich kenne ihn. Ich habe vielleicht einmal gesehen. Und da gibt's viele, die sagen, ja, wir wollen mit dabei sein und plötzlich dann wollen sie Geld haben, das und das. Sowas gibt's bei uns nicht. Und wir wissen, es gibt solche Naturen, die dabei sein wollen und sagen, ja, das Team Stronach ist nicht in Ordnung. Das Team Stronach ist in Ordnung. Wir haben eine gewisse Disziplin dort. Und wenn einer daherkommt, der viel Geld haben will, dann sagen wir, ja, geh woanders hin.
Also noch Sie haben allerdings tatsächlich Probleme mit Ihrem, also dieser Vorwurf, dass von ehemaligen Rechtspolitikern unterwandert wird. Das hat sich ja gerade in Tirol zum Beispiel bewahrheitet. Wir haben Sie da hier angesprochen darauf, auf Ihr Team in Tirol. Lassen Sie mich bitte meine Frage fertigstellen. Und Sie mussten tatsächlich nur wenige Tage später das Team auswechseln, weil das wirklich aus ehemaligen FPÖ-Politikern bestand, die selbst der FPÖ zu Recht waren. Sie wissen jetzt nicht mal, ob Sie antreten können. Daher nochmal die Frage, sehen Sie sich Ihre Leute nicht genug an, die Sie da drinnen haben? Oder wollen Sie das so? Noch aber etwas wollen. Wir haben Werte, nicht? Wir sind eine junge Organisation und wir haben Tausende, die sich da mit dabei sein wollen. Und natürlich, manche Leute, wenn man die dann näher analysiert, passen bei uns nicht rein. Und wir haben Werte, wenn sich jemand nicht nach diesen Werten richtet, kann niemand dort mit dabei sein. Und natürlich, wir haben viele Politiker, die bei uns beitreten wollen, sind auch schon beigetreten. Und man muss ja sagen, dass die zumindest eine Courage gehabt haben, dass sie zu uns gekommen sind und dass sie gescheiter sind. Weil die anderen Politiker sitzen noch immer im Landtag und im Bundesparlament, wo sie wissen, sie sind alle am falschen Weg. Wo sie wissen, und, dort ist nur Korruption. Die bei Ihnen sind, wussten Korruption. Auch, dass sie später dort nicht mehr drinnen sein werden. Dort ist die Korruption. Und ich brauche von Ihnen etwas und wie hier genau wieder, es wird alles vertuscht vor der Wahl, damit es keinen Untersuchungsausschuss gibt. Wie viel wurde da ausgelagert an die Gemeinden? Also das sind Milliarden und Milliarden werden zuvor kommen. Aber jetzt wird nichts darüber gesprochen, es wird vertuscht. Herr Sonnach, bei Ihnen selbst zur Transparenz noch kurz. Also Sie werden ja, sagen Sie, in die Nationalratswahlen auch gehen und werden die Partei weiterhin führen. Sie haben uns im Sommer versprochen, Transparenz über Ihre persönlichen Finanzen und Ihre Steuerbescheide. Wann bekommen wir das? Das habe ich schon oft gesagt, was ich in Österreich... Aber wir haben Sie noch nicht. Nein, ich habe das schon oft gesagt, nicht? Also, und ich werde das dann im Laufe... Ich habe schon oft gesagt, was ich in Österreich verdiene und was ich in Österreich Steuer bezahle. Was hat Sie denn bisher zurückgehalten, Transparenz zu zeigen und uns die Papiere einfach zu geben? Wir sind immer darauf angewiesen, dass Sie über den Daumen geteilt sagen, Sie zahlen 1 Million Steuer. Nein, ich habe kein Problem damit. Aber es sind die genauen Unterlagen da, genauen Daten und alles. Was ich mache, ist genau nach den gewissen Rechten der einzelnen Länder. Und ich habe noch einmal... Können wir die vor der Wahl noch bekommen? Die werden vor der Wahl noch kommen. Also das wurde jetzt rein, mir das gesagt, das wird vor den Wahlen kommen. Und das ist ja auch kein Thema zurzeit. Dann freuen wir uns darauf nächste Woche. Das Thema war hier in Niederösterreich, dass da, also das war eine lauwarme Diskussion, weil keiner was von der Wirtschaft versteht. Aber die Frage noch einmal war, wie viel Geld wurde da im Sand gesetzt? Und man will nicht haben, dass das vor den Wahlen überprüft wird, weil... Die Leute werden dann einmal sehen, wie schlecht der Erwin Bröll da gewirtschaftet hat. Und natürlich, das Geld fällt in Niederösterreich. Und dass für Kleinbetriebe, Mittelbetriebe und auch für die Bauern kein Geld da ist, dass man die Arbeitsplätze in Niederösterreich schafft. Und jetzt hat man halt nur Pendler. Erwin Bröll wirft Ihnen umgekehrt ebenso schlechtes Wirtschaften vor. Wir haben ihn letzten Montag dazu befragt und das hat er gesagt auf die Frage, was er von Ihnen hält. Schauen wir uns das kurz an. Herr Stronach ist als No-Name und Unbekannter nach Niederösterreich gegangen mit großen Sprüchen und hat einfach versucht, den amerikanischen Kitsch dann nach Niederösterreich zu verpflanzen mit dieser Weltkugel und hat versucht, einfach Gesetze, die vorhanden sind, zu biegen. Das geht in diesem Land nicht, um das klar zu sagen. Ja, mit dem Hinweis, dass das aufgrund der Umweltgesetzung nicht geht, hat er gesagt, auf die Umwelt, wir bauen euch eine neue. Das ist nicht die Methode, mit der wir arbeiten, sondern wir haben hier eine Schöpfung übernommen und die werden wir auch über die Zeit des Herrn Stronach in die nächsten Generationen hinein pflegen. Und das Zweite, er hat dann an und für sich etwas sehr Positives getan im Ansatz, nämlich die Fußballakademie in Hollerbrunn. Und das war übrigens der Anlass, warum er diese Ehrung bekommen hat. Allerdings, es konnte damals niemand absehen, dass ihm dieses Spielzeug nur ein Spielzeug war, dass er nach wenigen Jahren auf den Fersen umgedreht hat und sich aus dem Staub gemacht hat und die nächste Baustelle hinterlassen hat. Und genauso wie mit der Weltkugel und Magna Resina
Genauso hat er es gemacht mit der Fußballakademie, genauso hat er es ja gemacht mit der Wiener Austria, genauso hat er es gemacht mit dem Stadion in Wiener Neustadt. Und wenn Sie die Presse heute verfolgen, genauso hat er es gemacht mit Rot-Neusiedl, da sind ja noch so viele Fragezeichen. Es ist offensichtlich die Methode, zunächst einmal Gefallen an einem Spielzeug zu finden, dann, wie bei einem kleinen Kind, ab einer bestimmten Zeit lässt die Freude nach und dann schmeißt man es irgendwo in ein Eck. Und das geht bei uns nicht. Erwin Proll wirft Ihnen also vor, in Niederösterreich viele Baustellen hinterlassen zu haben. Beginnen wir vielleicht mit der letzten, die er angesprochen hat, dem Stadion in Wiener Neustadt. Ja, da haben einmal. Sie die Lizenz des FC Schwanenstadt gekauft und versprochen, ein Stadion zu bauen. Sie haben es dann nicht gemacht. Sie wollten Landeshaftungen und Sie haben in Kauf genommen, dass die Stadt Wiener Neustadt bis 3 bis 4 Millionen investiert hat in der Hoffnung auf dieses Stadion. Warum haben Sie dieses Versprechen nicht gehalten? Ganz kurz einmal, das ist schon Erwin Proll seine Aussagen. Das ist er. Er sagt nicht die Wahrheit, er lügt. Ich habe Zeugen, dass das anders ist. Noch, ich habe in Niederösterreich 2000 Arbeitsplätze geschaffen, 400 Millionen investiert. Und ich weiß, wie ich ihm den Familienpark vorgestellt habe, also was man die Kugel nennt. Da hat er mich auf die Schulter geklopft und gesagt, bravo Frank, das machen wir. Und wie dann die Grünen kommen sind, die sagen, die Kugel wirft den Schatten rein nach Wien, hat er gesagt, das ist ein Blödsinn. Also ich habe noch nie eine Baustelle für Austria-Wien, nicht, habe ich einen Fünfjahresvertrag, bin einen Fünfjahresvertrag eingegangen. Austria-Wien war eigentlich fast in Konkurs, bankrott. Er wurde gesund geführt, wir sind da zweimal Meister geworden, dreimal Cupsieger. Und wie ich der Präsident der Bundesliga war, habe ich gesagt, wir brauchen Nachwuchsarbeit. Und da habe ich die Fußballakademie in Hollerbrunn gebaut. Und deshalb ist auch die Austria so stark, weil es viele Nachwuchsspieler gibt. Aber das Problem ist, hier in Österreich mit Sport, da ist alles aus der Schwarzes Parteibuch, da ist ein Schwarzer dabei, ein Roter. Und die mischen sich da ein und die haben gar keine Ahnung vom Sport. Das kann nie funktionieren, wenn die so weiter tun. Und das ist das Problem. Das ist das Problem mit den Leuten hier. Sie haben jetzt gerade auf diese eine Frage, die er als letztes angesprochen hat, das Stadion in Wiener Neustadt nicht geantwortet. Warum wurde das nicht gebaut? Sie haben das versprochen, es ist öffentliches Geld geflossen. Nein, Baustellen gebaut. Heißt, irgendwas zu jemand Geld schuldig zu bleiben. Ich bin noch nie jemand ein Geld schuldig. In dem Fall heißt ein nicht gebautes Stadion. Nein, ich habe alles gemacht, was ich versprochen habe. Ich habe alles mich immer nach dem Ding gehalten. Das eine steht noch einmal. Ich habe mehr. Rein in Österreich habe ich 150 Millionen Sozialspenden gegeben. Ich weiß, ich möchte wetten, dass der Herr Proll und seine Kumpeln vielleicht noch nie einen einzigen Euro aus ihrer Tasche gegeben haben. Wie das Hochwasser war in Niederösterreich, bin zum WEF gekommen und habe gesagt, ohne Zucken, das sind 2 Millionen. Aber das die sind ja auch Politiker, das nicht. Die sind ja nicht, Das ist das Problem, das sind keine Leute, das sind Politiker und wir wissen, das ist voller Korruption. Der Erwin Proll ist nicht zuständig. Sie wollen doch nicht, dass nur Menschen Politiker werden, die hunderte Millionen spenden können. Nein, pass auf, wir brauchen Politiker. Wir haben zu viele Berufspolitiker. Unser Programm sagt, höchstens 2 Perioden. Da müssen die Politiker wieder rausgehen und mit den Gesetzen und den Paragraphen leben. Das besteht aus Berufspolitikern, die teilweise zu Ihnen wechseln, weil sie ihren Sitz... Wenn irgendetwas nicht funktioniert, sollten wir wissen, wir haben ein Problem. Sei es im persönlichen Leben, sei es in der Wirtschaft, in der Firma oder im Land. Unser Problem ist, wir haben nur Berufspolitiker, die kleben an den Sessel, die wollen alles tun, alles zusammenlegen. Und der Erwin Proll ist ein typisches Beispiel. Jetzt will er die Schuhe schieben auf andere. Ich habe investiert hier. Wer hat schon 2000 Arbeitsplätze geschaffen in Niederösterreich? Wer hat 400 Millionen investiert? Wer hat so viel Sozialspenden gegeben? Niemand. Und da sagt er noch, ich lasse Baustellen. Der Erwin Proll hat noch nie Löhne bezahlt. Das ist sein Problem. Und er sagt nicht die Wahrheit. Ich kann das, und er traut sich mit mir nicht. Ich kann nicht mir nicht verstehen, wie so die Niederösterreicher so einen Feigling wählen werden, der sich nicht einmal traut, mit mir sachlich zu diskutieren. Wir sprechen gleich weiter über die Baustellen. Habe ich sofort gewusst, der Erwin Proll hat über 50% die Zeit gehabt zum Reden. Wir sprechen gleich
gleich weiter über die Baustellen. Wir sprechen auch gleich weiter über Kärnten und weitere Themen. Ich gebe jetzt nochmal zu Jürgen Peindl und Thomas Hofer ins Analysestudio. Wie sieht's denn aus bisher? Ja, wir verfolgen eure Diskussion mit Hochspannung. Thomas Hofer, diese Kluft zwischen Erwin Bröll und Frank Stronach, die wirkt ehrlich zu sein, unter Anführungszeichen. Frank Stronach nennt Erwin Bröll einen Lügner. Ja, wie ist Ihre Einschätzung dazu? Nun, das ist eine innige Männerfeindschaft, die sich über viele Jahre hin aufgebaut hat. Ja. Und ich glaube auch, dass es deswegen Frank Stronach so daran liegt, dass er dort die absolute knackt, des Erwin Bröll. Also das hat man schon ganz klar gesehen. Zum Interview selber jetzt muss man sagen, dass er offensichtlich ein bisschen eine Portion Kreide gegessen hat heute beim Frühstück. Denn er war weniger angriffig, weniger aggressiv als in den letzten Malen, wo er interviewt wurde. Und er war durchaus auch bei ein paar Positionen, bei ein paar Themen in der Defensive, also bei seiner Personalauswahl, überhaupt bei seiner Kandidatur, dass er nicht nach Niederösterreich geht und auch was die Projekte in Niederösterreich angeht. Zum Schluss allerdings, in den letzten 2 Minuten, ist er dann wieder quasi zur alten Form aufgelaufen und hat wirklich heftig vom Leder gezogen gegen Erwin Bröll. Und das ist eigentlich das, wo er auch hin muss in diesem Wahlkampf. Denn ein wirkliches Duell ist das natürlich nicht. Denn Frank Stronach hat ja nicht die Chance, Landeshauptmann zu werden, denn die ÖVP ist vielleicht ein bisschen über oder unter 50%, aber den Landeshauptmann wird sie nicht abgeben. Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend und wir sind gleich zurück hier bei unserer Spezialsendung. Zurück im Puls 4 Sender zu einer Sondersendung zu den Landtagswahlen in Niederösterreich und Kärnten. Bei einem Interview mit Frank Stronach. Wir haben schon gesprochen über die Vorwürfe von Erwin Bröll, der einen Vorwurf, Baustellen in Niederösterreich hinterlassen zu haben. Ich möchte einen Punkt noch ansprechen, der jetzt groß ist, nämlich Magna, die Magna-Zentrale, übersiedelt von Niederösterreich nach Wien. Jetzt haben Sie natürlich nichts damit zu tun, weil Sie sich seit 2 Jahren zurückgezogen haben aus dem Konzern. Sie haben aber vielleicht die Antwort auf eine Frage, die da im Raum steht. Magna sagt, dass die Miete zu hoch ist in Oberwaltersdorf und sie deshalb übersiedeln müssen. Wem gehört denn das Gelände, das sie dort mieten, beziehungsweise die Gebäude? Die Magna hat das Gebäude verkauft. An wen denn? Weiß ich jetzt nicht. Wann ist das verkauft worden? Ich glaube, vor kurzem einmal. Das heißt, Sie sind gar nicht involviert drinnen? Ich bin nicht involviert. Es gibt nämlich das Gerücht, dass Sie der Besitzer wären. Ich bin nicht der Besitzer. Gut, herzlichen Dank. Dann wäre das geklärt. Und, und die Frage ist nur... Jetzt ist es ein bisschen anders bei der Magna. Früher, ich habe viele Vorwürfe manchmal gekriegt von den Aktionären, Shareholders, warum ich so viel investiere in Österreich. Weil ich gesagt, ja, ich bin Österreicher. Und wenn es euch nicht passt, dann verkauft es die Aktien, nicht? Ihr habt die Kontrolle gehabt. Aber wir haben trotzdem noch einen Profit gemacht. Und nicht, wenn man keinen Profit macht, dann würde das dann unverantwortlich sein. Aber wir haben ein bisschen weniger Profit gemacht, weil ich die Firmen, so viele Firmen, ich habe doch in Österreich 13.000 Arbeitsplätze geschaffen, ungefähr 4 Milliarden investiert. Und wenn wir diese Arbeitsplätze in anderen Ländern gehabt hätten oder diese Firmen, diese Fabriken, hätten wir mehr Geld gemacht. Aber ich habe eben gesagt, ich habe die Kontrolle gehabt von der Magna, ich habe zu den Aktionären gesagt, wenn da immer ein Aktionär sein Jahreshauptversammlung war, wenn es ja nicht passt, dann verkauft es die Aktien, kauft es woanders. Kauft es andere Aktien. Nicht alles hat so gut funktioniert, was Sie angegriffen haben. Zum Beispiel eines Ihrer Lieblingsprojekte, das Magna Racino. Da hätten an 364 Betriebstagen 60 Renntage pro Jahr stattfinden sollen und 136 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. So steht es im damaligen Businessplan. Heute gibt es allerdings nur 10 Renntage und 4 Jobs. Nein, was ist denn da schiefgelaufen? Das stimmt doch alles nicht. Noch einmal, ich habe in Niederösterreich 2000 Arbeitsplätze geschaffen. Mehr wie vielleicht jemand anders. Ich habe dort 400 Millionen in Niederösterreich investiert. Ich habe dort einen Pferdepark hingestellt. Die Frage war nach Magna Racino, ob da was schiefgelaufen ist. Ich habe dort einen Pferdepark hingestellt, der anerkannt ist als Nummer 1 in Europa. Und ich glaube, wir haben dort die Pferderennen, wir haben sehr viel, wir sind mal umgestiegen auf den Reitsport. Und noch einmal, wir haben nicht die Genehmigung gekriegt, dass wir weiter ausbauen hängen können, nicht? Weil der Herr Bröll, wenn's dem nicht die Hand küsst und wenn's nicht vor ihm auf die Knie gehst, die hasst er, die Leute. Und ich gehe von niemand auf den Knie, schon gar nicht von jemand, der nicht die Wahrheit sagt.
Und es ist schade, dass die Niederösterreicher draufkommen werden nach der Wahl, dass der Erwin Bröll sehr viele Unwahrheiten gesagt hat. Das ist sehr schade. Und der Erwin Bröll wird in die Geschichte Österreichs eingehen, dass einer der vielleicht der schlechteste Landeshauptmann war, den es je geben wird. Weil er stürzt Niederösterreich mit seinen Schulden, mit seinen Investitionen in eine sehr schwierige Lage. Kommen wir nach Kärnten. Auch dort sind Sie ein großes Wahlkampfthema, und zwar rund um den Verkauf bzw. in Ihrem Fall den Kauf des Schlosses Reifnitz am Wörthersee. Das ist jetzt ein Fall für die Justiz. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Sie haben dieses Schloss dort in Maria Wörth um 6,4 Millionen gekauft. Das ist ein sehr geringer Preis, 92 Euro pro Quadratmeter. Und es gab die Auflage, innerhalb von 5 Jahren dort ein Hotel für Topmanager zu bauen und damit ganzjährige Arbeitsplätze zu schaffen. Sie haben das erstens nicht getan, und dann zweitens, nach Vorablauf dieser Frist hat Magna der Gemeinde das Rückkaufrecht wieder abgekauft, auch um einen sehr geringen Betrag, um 1 Million. Jetzt nützen, glaube ich, nur Sie und Sigi Wolf das Schloss. Also das heißt, von den Versprechungen ist nichts übrig geblieben, und es ermittelt jetzt die Korruptionsstaatsanwalt gegen die FPK-Funktionäre, die damals und SPÖ, die damals beteiligt waren. Ich hoffe, dieses Versprechen damals gebrochen? Es gab nur einen Grund, wir haben die Gemeinderatsprotokolle von damals, es gab nur einen Grund, warum Sie das kaufen konnten, das war Ihr Versprechen, ein Hotel zu machen. Noch einmal, was diese Feststellung, die Sie jetzt hier gemacht haben, stimmen überhaupt nicht. Dann sagen Sie mal, was nicht stimmt. Wir haben den Preis bezahlt, den die Gemeinde hat wollen. Unter der Auflage, dass ein Hotel entsteht. Nein. Noch einmal. Dieses Schloss wurde für Jahre angeboten. Und da gibt es viele Aussagen, und hat es niemand gekauft, weil es stand unter Denkmalschutz, und wir haben das müssen reparieren, genau nach dem Denkmalschutz. Und wir haben ungefähr, wenn ich gewusst hätte, dass wir da so viel Geld reinstecken zur Neuerhaltung, über 7 Millionen, hätte ich das vielleicht gar nicht gekauft. Aber Herr Stronach, Sie sind doch ein Mann der Wirtschaft, Sie hätten das doch vorher abschätzen müssen, ob sich das lohnt, das zu restaurieren und das Hotel zu machen oder nicht. Bitte. Sie können doch nicht im Nachhinein sagen, das war so teuer. Bitte. Ich habe über 400 Fabriken in der Welt. Ich kümmere mich. Ich war gar nicht involviert, wie das Schloss gekauft wurde, wie und was. Ich war sehr verwundert, wie ich dann später mal die Bücher angeschaut habe, dass wir da über 7 Millionen bezahlt haben. Ich gab über 150 Millionen weg an Sozialspenden. Ich würde nie ein Gesetz sprechen. Ich habe das, dort war eine Müllablagerungsstelle, ich habe das gerettet. Und ja, aber das Sie war für Jahre zu verkaufen. Unter der Auflage, dass ein Hotel gebaut wird. Wir haben Pläne dort. Für Apartment, Hotel und ja, aber das, jetzt ist es eine Zweier-Männer-WG. Das war dort nie geplant. Das stimmt doch gar nicht. Ein das Hotel ist, ein war dort geplant. Ist ein kleines Schlösschen, das vollkommen reparaturfähig werden, und da kannst du nie ein Hotel trennen. Da sind nur zwei Zimmer drin. Das war die Auflage, dass Sie innerhalb von 5 Jahren ein Hotel für Topmanager mit ganzjährigen Arbeitsplätzen schaffen. Keine Auflage. Und Sie haben sich das ja, sonst hätten Sie ja nicht 1 Million noch drauflegen müssen, um sich das Rückkaufsrecht abzulösen. Wir haben eine Million draufgegeben. Deswegen gab's das nein, ja. Wir eine Million, weil ich war gar nicht dabei in diesen Verhandlungen. Ich habe mit dem gar nichts zu tun. Aber wir haben dort geplant ein größeres Projekt, und das ist immer noch in der Planung, und wir werden es einreichen, und hoffentlich wird es, weil so das brauchte lange Zeit zum Planen, und mit den ganzen rundherum her war ja alles stillgelegt. Aber Herr Stronach, Sie verstehen, dass das nicht gerade Vertrauen weckt. Sie sind jemand, der angeboten hat, die ÖBB zu kaufen. Man denkt dann, also wenn man Sie da zuhört, dann hält man das für möglich, dass Sie die ÖBB kaufen und nachher sagen, ich konnte nicht abschätzen, wie teuer die Sanierung ist, ich fahre jetzt nur mal selber mit dem Zug. Bitte, Carina. Deswegen noch einmal, das Schloss war ein kleiner Preis, eine kleine Ding. Die Kärntner sollten mir eine Ehrenmedaille geben, dass dieses Schloss also gerettet hat vom kompletten Zerfall. Es ist Tatsache, dass das so oft angeboten wurde und hat niemand gekauft, weil die Auflage war, es muss komplett renoviert werden.
Und hoffentlich die Staat, wir haben ja die, hoffentlich schaut die Staatsanwalt da rein. Ich würde mich freuen. Und die Feststellung, die Sie machen, die stimmen überhaupt nicht. Und da können wir da durchgehen. Und das ist so ein winziger Ding, wo ich gar nicht, ich war nicht dabei beim Kaufen, ich habe nicht verhandelt. Fertig, Schluss. Ich habe damit nichts zu tun gehabt. Aber es das freut mich, auch wenn die Staatsanwalt da reinschaut. Okay? Ja, das tut sie jetzt auch. Und zwar die Korruptionsstaatsanwalt. Der Verdacht ist, dass die Funktionäre, die damals diesen Kauf abgewickelt haben, vor allem FPK-Funktionäre, aber auch SPÖ-Gemeinderatsmitglieder, Geld kassiert haben. Und es gibt auch einen Geldfluss von 250.000 Euro über den Anwalt, der den Kauf abgewickelt hat, an die FPK-eigene Connect. Wussten Sie davon? Ich kenne die Leute gar nicht. Halten Sie es für möglich, dass da Geld geflossen ist? Ich glaube nicht, dass da Geld geflossen ist. Wir haben sehr strenge Regeln. Bei uns gibt es kein Cash. Wir haben genau nicht, weil wir haben nicht, wenn man so eine große Firma führt wie die Magna, wir werden von Tausenden von Rechtsanwälten beobachtet, nicht nur mir, aber das ist ein Beruf für denen, dass sie irgendwo klagen können. Ich habe nie Klagen bekommen, nicht, weil ich habe innerhalb der Firma 25 Rechtsanwälte, die alles genau durchschauen und noch einmal überprüfen. Und ich habe einen besten Ruf aufgebaut über die letzten 50 Jahre als besten Wirtschaftsmänner. Sie wissen jetzt von diesen Geldflüssen, weil das ist ja öffentlich. Und ein Fall für die Justiz? Ich weiß nicht, dass da Geld geflossen ist an Entscheidungsträger? Ich weiß davon nicht Bescheid und ich hoffe, dass die Staatsanwalt da reinschaut und dass das endlich einmal bereinigt wird. Es gibt ein zweites Thema, das in dem Sie persönlich sehr, sehr groß sind jetzt in diesem Wahlkampf. Das ist das Thema Eurofighter. Sie haben da wiederholt gesagt, dass Magna nicht von den Eurofightern-Gegengeschäften profitiert hat. Es sind aber Gegengeschäfte im Rahmen von 300 Millionen Euro vom Wirtschaftsministerium bestätigt. Jetzt haben Sie festgestellt und wiederholt, dass das Geschäfte sind, die sowieso stattgefunden hätten. Ja. Meine Frage dazu ist, hat Magna durch diese Unterschrift unter die Gegengeschäfte nicht mitgeholfen, bei den Gegengeschäftsvolumen zu tricksen, indem Geschäfte, die, wie Sie sagen, sowieso stattgefunden hätten, aufgenommen wurden? Ich habe im Untersuchungsausschuss ausgesagt, ich habe nie jemand getroffen von den Jetfighters, von den Eurofighters, von denen nie jemand getroffen. Ich habe Anweisungen gegeben, ich will nichts zu tun haben mit Militärprojekten. Wir haben nicht, wie ich die Magna Steyr gekauft habe, habe ich die ganzen Waffengeschäfte alles weg. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe da genau ausgesagt und wir sind nur im Autoberg. Wir haben die Aufträge schon vorher gehabt, wir haben sie nachher und da gibt es viele Angebote. Die Qualität muss stimmen und der Preis muss stimmen. Aber da wird immer die Frage ist dadurch das Gegengeschäftsvolumen der Republik Österreich ist getrickst worden dadurch mit Ihrer Hilfe? Wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Naja, die Gegengeschäfte gibt es ja. Das sind unterschrieben von Magna über 300 Millionen. Herr Stronach, ich gebe Ihnen ja, ich glaube Ihnen ja, dass Sie sagen, das sind Geschäfte, die sowieso stattgefunden haben. Ich habe das zehnmal schon, die Frage ist, hat das geholfen zu tricksen beim Gegengeschäftsvolumen? Hat gar nichts damit zu tun. Aber warum haben Sie es dann unterschrieben? Wir haben uns wollen, welche Militäraufträge, ich habe die abgelehnt. Ich will nichts damit zu tun haben. Das waren ja nicht Militäraufträge, das waren ja Autoaufträge. Wir haben Auto, die haben wir sowieso Herr Stronach, bitte bringen Sie es nicht selbst jetzt durcheinander. Sie haben gesagt, Sie haben Geschäfte gemacht. Wie deutlich kann ich das sagen? Ich habe im Untersuchungsausschuss gesagt, unter Eid, ich habe mit niemandem gesprochen. Wir haben nichts damit zu tun. Und wir haben nur Autogeschäfte gemacht. Die haben wir vorher gehabt, viele Jahre vorher. Und auch jetzt und auch hoffentlich nicht viele Jahre zuvor. Das war eine deutliche Aussage. Und das wird da in die Länge gespielt. Versuchen, dass man negative Dinge hier mich anhängen will. Ich akzeptiere, dass es Autogeschäfte waren. Ich akzeptiere, dass es keine Waffengeschäfte waren. Ich glaube Ihnen alles, was Sie da sagen. Hat die Tatsache, dass diese ohnehin bestehenden Aufträge reingerechnet worden, gesagt, wir haben nichts damit zu tun. Wir haben nichts damit zu tun. Wir haben vorher die Autoaufträge gehabt, während und immer noch. Wir haben nichts zu tun. Und die sind aber ins Gegengeschäftsvolumen gerechnet worden, die ohnehin bestehenden Aufträge. Was die Politiker oder wer sonst das da mit einrechnet, das kann mir wurscht sein. Wir haben damit nichts zu tun gehabt. Ist das so ein Fall von einer Hand wäscht die andere, aber so ist es in Österreich. Und das möchte ich abschaffen, genau. Eine Hand wäscht die andere, nicht bei mir.
Naja, in dem Fall, ich will diese Korruption, diese Falschmeldungen. Rundherum, das Österreich ist so ein Korrupt mit diesen Berufspolitikern, die wollen unbedingt am Sessel kleben für noch und noch und immer. Also ich habe damit nichts zu tun, ich habe unter Eid ausgesagt und ich stehe zu dem. Gut, dann wechseln wir das Thema. Ich lasse es jetzt so stehen. Sie waren dabei, aber Sie selbst haben nichts damit zu tun. Also Magner war dabei, Sie selbst haben nichts damit zu tun. Nein, wir haben nicht. Noch einmal, die Magner, ich habe die Magner damals geführt. Wir haben Aufträge abgelehnt für die Rüstungsindustrie, für die Jetfighters. Das wir haben ja gar nicht. Wir produzieren nur Autos und die haben wir nur bekommen, weil da haben sie viele Anbieter, weil unsere Qualität gut ist, unser Preis war gut. Sonst hätten wir die nie. Die hätten es von Russland oder von der Tscheche. Also Sie bestätigen, dass Sie die Aufträge nicht als Gegenleistung bekommen haben. Sie wurden aber so reingerechnet, das ist ein Fall von einer Handwäsche, ja, die andere. Das ist eine vielleicht der Politiker, wenn die das so reinrechnen. Wir können gleich bei Politikern. Pass auf, das war eine Fehlernüsse. So, was braucht Österreich? Solche Milliarden und Ding. Und die wollen uns dann wieder, dass wir mit dabei sind. Wir haben gar nichts damit zu tun gehabt. Das ist rein eine politische Angelegenheit. Und wie Sie gesagt haben, eine Handwäsche, die andere. Und so ist das Gefühl in Österreich. Voller Korruption. Bleiben wir gleich bei den anderen Politikern. Sie haben sich bisher geweigert, mit anderen Politikern zu diskutieren. Auch heute bei uns hatten wir ein Pro und Contra geplant mit Eva Klawischnik, das Sie abgesagt haben. Ich möchte jetzt kurz einspielen aus der Dokumentation, die heute Abend über Sie auf hier auf Puls 4 läuft, ab 20.15 Uhr, Meinungen anderer Politiker über Sie und dann kurz darüber sprechen. Hören wir uns das mal kurz an. Die Auftritte, die ich beobachtet habe, sind für mich teilweise irritierend. Was mich ein bisschen stört, das ist seine autoritäre, patriarchalische Art. Entweder geht alles nach seinem Willen oder nichts. Er ist sozusagen vom Kosmos direkt auf der Erde gelandet, als einer, der noch nie in Österreich war und dieses Land verbessern will. Herr Stronach, das waren jetzt deshalb zugespielte Stimmen von Politikern, weil Sie nicht zugesagt haben, selbst mit diesen Politikern zu diskutieren. Noch einmal. Wie wollen Sie im Parlament arbeiten, wenn Sie sich weigern, mit anderen Politikern zu reden? Ich kann da nicht mit solchen Leuten. Der Bucher hat die Staatsanwaltschaft festgestellt, dass er Lügen verbreitet hat. Ich kann mir nicht mit solchen Leuten hinsetzen, die lügen. Aber Sie werden im Parlament mit anderen Politikern arbeiten oder haben Sie gar nicht vor, ins Parlament zu gehen? Sie werden keine absolute Mehrheit in Österreich bekommen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Sie keine absolute Mehrheit bekommen, dann werden Sie mit anderen Politikern zusammenarbeiten müssen, um Ihr Programm durchzusetzen. Wir gehen keine Koalition ein. Wir stehen für Werte, weil ich gebe nicht so viel Zeit rein, meine Zeit, mein Geld, und dann hätten wir den gleichen Sauhaufen wieder, nicht, wo nur Korruption ist. Ich will einmal eine Änderung herbeiführen, dass Österreich wieder stolz sein kann, dass die jungen Leute wieder einen Geist und einen Spirit haben. Aber jetzt, wenn die jungen Leute die Zeitung aufschlagen, ist nur immer Korruption, Selbstbedienung. Und das gehört einmal geändert. Und jetzt haben die Österreicher endlich einmal eine Chance, nach 50 Jahren, dass da jemand kommt, der sein eigenes Geld reingibt. Ich brauche von niemandem etwas. Das kostet jetzt Arbeit wieder 7 Tage in der Woche, 14 Stunden am Tag, das kostet mir ungefähr 25 Millionen. Österreich ist mir das wert, damit diese ganze Lügengemeinschaft und die ganze Korruption einmal aufgedeckt wird. Herr Stronach, wir hören uns jetzt gleich an, wie das beim Politikwissenschaftler Thomas Hofer ankommt. Jürgen, wie ist denn eure Analyse, beziehungsweise die von Thomas Hofer, das Gespräch bisher? Ja, wir sind gespannt und hören zu. Thomas Hofer. Frank Stronach sagt, er kann mit Politikern nicht diskutieren, weil sie Lügen verbreiten. Genügt Ihnen diese Antwort? Nein, die genügt natürlich deshalb nicht, weil er ein Problem bekommen wird. Nicht mehr für Niederösterreich, da hat er sich jetzt ganz gut herumgeschwindelt um die Geschichte, aber spätestens, wenn es um den Nationalrat geht. Denn da gibt es eine ganze Fülle an Diskussionen, auch an Zweierkonfrontationen. Die ist er bis jetzt nicht eingegangen und das wird aber müssen in Richtung Nationalratswahlkampf. Und das ist schon spannend, dass er sich bis jetzt in dieser Diskussion nicht gestellt hat. Also da muss er sich ändern. Und man sieht auch bei seiner Strategie, er hatte einen Parlamentsclub zusammengeklaubt aus verschiedenen anderen Clubs, um sich in Wahrheit in diese Konfrontationen zu bringen. Also da sieht man, dass es ein bisschen strategisch unklar ist, wo er eigentlich hin will. Also da glaube ich, muss er schon noch ein bisschen nachschärfen und diese Diskussion wird er sich irgendwann, nämlich bevor er gewählt wird, irgendwann stellen müssen.
apropos strategisch, Frank Stronach, ein Mann, der darauf stolz ist, dass er Entscheidungen getroffen hat im Leben, dass er die Fäden zieht, ist nicht involviert gewesen in einem Kauf vom Schloss Reifenitz, ist nicht involviert in einem Umzug der Magna-Zentrale. Wie kommt das bei Ihnen an? Nun, der Punkt ist natürlich der, Frank Stronach war es Zeit seines Berufslebens gewohnt, dass er seine Entscheidungen gefällt hat, und zwar ohne großen Widerspruch, wahrscheinlich intern. Das ist jetzt anders, jetzt ist er am politischen Parkett, jetzt kommt eben die Nachfrage, jetzt kommt auch die Kritik, und das war schon das Bezeichnende über das gesamte Interview hin, dass er eigentlich hauptsächlich in der Defensive war, dass er erklären musste, wie ist das mit dem Eurofighter, wie ist das mit dem Schloss Reifnitz, wie ist das in Niederösterreich. Also er ist nicht wirklich dazu gekommen, seine Botschaften, seine offensiven Botschaften da abzusondern, und das war durchaus bemerkenswert jetzt an diesem Gespräch. Aber wenn man als erfolgreicher Wirtschafter in die Politik geht, muss einem doch klar sein, dass man mit vielen, vielen Dingen konfrontiert wird, dass da viele, viele Dinge aufs Parkett und aufs Tableau gebracht werden, wo es ein bisschen angriffiger dann ist. Ja, müsste man. Da wird mich jetzt der Herr Stronach nicht gerade mögen für diese Aussage. Aber ich glaube, auch er muss mit seinem fortgeschrittenen Alter noch einiges lernen, wenn es ums politische Parkett geht. Dort ist es eben anders als in der Wirtschaft. Dort wird anders diskutiert, wird anders gestritten. Da versuchen natürlich alle anderen Parteien, diesen Schwachpunkt zu kriegen und ihn da einfach ganz massiv unter Druck zu bringen. Und das merkt er jetzt gerade als Newcomer in der Politik. Dankeschön, Thomas Hofer. Und damit zurück zur Diskussion mit dir, Corinna, und Frank Stronach. Herr Stronach, wir sind am Ende unserer Sendezeit. Eine kurze Ja- oder Nein-Antwort. Werden Sie bis zum Nationalratswahlkampf oder auch im Laufe des Nationalratswahlkampfs mit anderen... Ja, nein, ich werde den Herrn Wolf das nächste Mal fragen, mit anderen Politikern diskutieren oder nicht. Sagen Sie Ja oder Nein. Werden Sie mit anderen Politikern noch in Diskussionen gehen? Nicht, wenn eine Hand wascht die andere. Wir bleiben bei der Wahrheit, Transparenz und Fairness und endlich, dass wir diesen Sumpf der Korruption aufbrechen können. Ich interpretiere das als Nein. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch und Ihnen zu Hause danke ich fürs Zusehen. Heute am Abend gibt es eine Dokumentation über das Leben von Frank Stronach und auch über sein Leben am glatten politischen Parkett. Schalten Sie ein. Auf Wiedersehen.